Die Maschine legt ganz wenig an Drehzahl zu, der Kesseldruck nimmt zu. Jetzt steuern wir mal um. Geht auch relativ problemlos. Und wir müssen wieder Wasser reinspeisen. Brennerdruck runter auf 100 Millibar. Der Wasserstand kommt wieder. Jetzt bei Halbglas. Das Sicherheitsventil säuselt. Wir nehmen mal die Maschine etwas höher, damit der Druck abgebaut wird. Jetzt steuern wir sie mal um. Und auch das funktioniert problemlos. Macht man eigentlich nicht, aber egal. Sie läuft sauber bei einem Bar Kesseldruck und da ist das Ventil ganz klein geregelt. Die Wassernachspeisung funktioniert auch prima. Das Bypassventil ist geschlossen. Das Wasser wird in den Kessel gepumpt. Mit Speisewasservorwürmung würde es wahrscheinlich noch ein bisschen besser gehen, aber das ist ein Projekt für später. Speisewasser auf halb Glas. Ein leichtes Schnarren verrät das Arbeiten der Speiseventile oder des Speiseventils. Der Restdampf wird abgearbeitet.